Hallöchen, ihr Lieben. Ich sage das jetzt bestimmt schon zum 92. Mal. Ich nehme nämlich meinen Hall gerade jetzt so ein, ach, weiß ich, wie viel Mal auf. Meine Tochter ist ja neben mir. Es ist abends. Wir sind schon hinten. Ich muss ihn aber abdrehen. Ich habe hier keinen Platz mehr. Und jedes Mal kommt sie an und sappelt irgendwas und zeigt mir irgendwas. Und deswegen, ich lasse es jetzt einfach drin, weil es muss jetzt weg. Es muss weg. Ich habe keinen Platz mehr und ich will basteln. Ihr Lieben, das ist das erste Video in diesem Jahr, hoffentlich was hochlädt, zumindest. Ich habe für euch noch ein Watch Me Craft. Wer mir bei Instagram folgt, der hat gesehen, ich habe diese Kommoden-Geschenkbox gebastelt und habe dazu auch ein Watch Me Craft gemacht für euch. Das geht auch nicht besonders lange, es sind vielleicht 30 Minuten. Ich habe es extra so schön vorbereitet, damit es dann noch so schnell geht. Es lädt aber nicht hoch. Ich habe es schon dreimal versucht. Ich vermute, es liegt an unseren Internetproblemen. Wir haben jetzt vermutlich durch das Wetter, weil es so extrem stürmisch ist bei uns, haben wir so die ein oder andere Internetschwierigkeit hier. Da ist mal so für 3, 4 bis 10 Minuten mal das Internet weg. Und ich denke mal, wenn das so mal ganz kurz weg ist, dass das deswegen dann nicht weiter hochlädt. Ja, aber ich muss diese Halls jetzt dringend abdrehen, weil ich hier seit Wochen sammle. Und zwar schon seit letztem Jahr sammle ich hier Zeug. Und ich lasse das ganz gerne in diesen Paketen, wie die ankommen, damit ich dann eben auch weiß, wo es herkommt. Und ich habe ja nun kein großes Bastelzimmer. Ich habe ja nur ein Basteleckchen in meinem Schlafzimmer. Und ja, jetzt muss ich das aber unbedingt abdrehen. Zumindest schon mal abdrehen, damit ich es benutzen und wegräumen kann. Oder erst wegräumen und dann benutzen. Auf jeden Fall habe ich hier keinen Platz. Und ich möchte basteln. Und ich habe schon den ganzen Dezember so gut wie gar nichts gebastelt, weil ja, entweder war ich krank oder waren es die Kinder. Ich bin jetzt auch wieder 2 Wochen lang komplett bettlägerig gewesen. Ich kriege meine Rüsselseuche einfach nicht los. Dieses, ich erkenne das, man ist vielleicht nicht mehr richtig so verschnupft. Man hat auch vielleicht nicht mehr den Husten, aber dieses Gefühl, erkältet zu sein, dieses so in der Stirnhöhle, das geht bei mir einfach nicht weg. Auch der Geschmack ist bei mir irgendwie nicht wieder da und ich habe kein Corona. Also ich habe jetzt bestimmt gefühlte 8 Tests gemacht in den letzten 14 Tagen und ich habe kein Corona. Und trotzdem, ja, aber egal jetzt, ne? Was Positives in der ganzen Sache ist, ich bin am 4. Januar Oma einer zuckersüßen, wirklich zuckersüßen kleinen Enkeltochter geworden und bin natürlich dann hin und weg. Ne? Und jetzt will ich natürlich auch loslegen mit Karten und Alben und was nicht noch. Und wenn ich mich entschieden habe, was für ein Album ich mache, nehme ich euch natürlich mit. Damit hier mal ein bisschen wieder Krawall auf diesen Kanal kommt. Das ist ja langweilig, ne? Nur Horrors hier. Aber ja, zur Not mache ich die jetzt auch abends. Ehrlich, das ist mir jetzt auch Rille. Da muss ein bisschen Schwung reinkommen. Gut, ich fange jetzt einfach mal an. Das werden auch definitiv 2 Halls, weil das ist wirklich viel. Und in den nächsten Tagen erreicht mich auch noch einiges. Ist vorhin noch ein bisschen was angekommen. Und wie gesagt, ich sammle ja schon seit Ende letzten Jahres hier. Und deswegen, ich drehe sie zumindest ab, ob sie hochleiern. Ich weiß es nicht. Ich versuche es. Es ist zumindest da. Ne? Das Zeug ist abgedreht. Ich kann es benutzen. Und weiter geht es. Wenn ihr hier im Hintergrund jemanden sappeln hört, lachen hört, tanzen hört, wie auch immer, meine Puppi und ich, wir teilen uns ja ein Zimmer. Und sie ist natürlich jetzt mit hier und da kann es natürlich sein, dass sie ein bisschen herkommt. Ich wollte jetzt das tagsüber machen, in Ferien aber ein bisschen ungünstig. Und so dunkel wie das tagsüber im Moment ist, ist es doch egal, ob ich es tag oder abends abdrehe. Licht brauche ich so oder so. Gut, legen wir mal los. Ich war im DM. Eigentlich, um mir diese Kartenrohlinge von Profissimo zu holen. Die gibt es im Weiß und in Kraft. Und in Kraft fand ich die einfach richtig geil. Die habe ich nicht dran gedacht. Ne? Weil ich habe diese Stempel hier gesehen und da war es um mich geschehen. Weil Stempel sucht, ne? Furchtbar. Auf jeden Fall habe ich hier, ich glaube, 3,95, 4,95, vielleicht auch 2,95. Also nicht teuer. Dieses 8-teilige Set. Hier haben wir 7 hübsche Stempel und ein Stempelkissen. Ich denke mal, das Stempelkissen wird nichts taugen, aber das ist auch nicht so schlimm. Das können die Kinder dann ruhig nehmen. Ich fand aber diese Holzstempelchen wirklich richtig süß, vor allem dieses gestitzte Herz hier. Und ich habe leider keine mehr. Wo das mit Corona anfing und wir alle zu Hause eingesperrt wurden, habe ich die dann mal rausgeholt für meine Kinder. Und wenn man das einmal den Kindern gibt, das ist wie mit der Fernbedienung. Die kriegst du nie wieder. Und gerade aber so für Umschläge oder so, ne? Wo ich jetzt hier mein Zeug verkauft habe. Ich habe keine Karte mehr gehabt. Ich habe keinen fertigen Umschlag mehr gehabt. Da muss ich mir mal nur noch 15 losschicken. Ne? Und gerade dafür finde ich die einfach schön. Oder für eine ATC, wie auch immer.
Und deswegen durften die mit. Ich finde das auch nicht teuer. Und ja, gefallen mir richtig gut. Dann habe ich mir bei eBay bestellt, aber auch schon im vergangenen Jahr. Bestellt ist gut, ich habe es ersteigert. Für mit Versand 1,99. Diese Lyra-Farbstifte. Das sind jetzt auch nur ganz normale. Ich habe die Lyra Rembrandt hier. Und ich nutze die ganz gerne hier, diese, ich nenne die immer Zwischensets, weil die Zwischenfarben haben. Ich erkläre euch das mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum 99,9% koloriere ich mit Polychromos, wenn mir dann aber zum Beispiel zwischen zwei Farben ein Ton fehlen könnte, habe ich oftmals das Glück, dass hier der passende Farbton dabei ist. Und deswegen dachte ich das immer noch ganz gerne mal gucken. Oh, die kennst du nicht, die probierst du. Und solange wieder nicht hier über 50 Euro hinausgeht, probiere ich die gern. Ja, ich habe jetzt meine Carandage Luminance verkauft. Diese Stifte sind zu gut für jemanden, der Stempel koloriert. Ist einfach so. Mein Steckenpferd bleibt bei Polychromos oder wenn es dann etwas weicher gehen kann, gerne in die Prismacolor. Aber die Carandage, das ist wirklich was für Künstler. Das ist meiner Meinung nach nur meine Empfindung, ne? Für was der richtig malt, ne? Der nicht nur koloriert, sondern der malt. Weil diese Stifte sind jeden Cent wert, die sind schweineteuer, aber jeden Cent wert, aber zu gut für jemanden, der nur koloriert. Gerade wenn man so kleine Sachen hat, so kleine, sind die zu gut. Zu gut, weil man, ja, ich weiß nicht, man kann diese ganze Kapazität, die dieser Stift hat, überhaupt nicht rausbringen auf so einen Stempel. Und von daher habe ich denen ein neues Zuhause gegeben. Die wurden adoptiert. Da freue ich mich sehr. Und ja, ist wieder Platz für was Neues. Ne? Ich habe mich natürlich auch mit solchen Stiften hier mal angeschissen. Da seht ihr gleich. Mich im Nachhinein geärgert wie sonst was. Aber bei den Stiften hier, wenn sie wirklich nichts taugen, mein Gott, für 1,99 finde ich die Kinder an gut. So, dann habe ich bestellt bei Kreativ Depot. Auch nur diese beiden hier. Gab es natürlich wieder das Leckerli. Ich sage mal Leckerli dazu. Mit diesen zwei schönen Perlen und einmal Bruder, einmal frohe Festtage. Das kommt bei mir hier immer gleich in so ein kleines Kartönchen. Ich zeige euch doch mal, damit ich mir das kleine Fusselzeug hier nicht verloren geht. Hier ist alles mögliche, so auch diese, was man hier mal so bekommt hier von Kreativ. Wie heißt das hier? Wie heißen sie hier? Ich komme jetzt nicht drauf. Nicht Kreativ die Pose an. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mir mal. Von der Christine, ne? Christine heißt Christine, ja. Oder was bei J.M. oder so, was man da so kriegt. Oder diese kleinen Mini-Stanzen, die kommen bei mir hier immer alle gleich rein. Und dann suche ich mir das raus, weil sonst verfuseln die sich irgendwo und ich finde die nie wieder. So. Gut, das haben wir jetzt abgemacht, das Bubbel. Und das sind hier, ach, ich labere wieder, ne? Das sind hier zwei Sets von einem Set, denke ich mal, ja. Babybär und Babybär 2. Ich habe die jetzt weniger wegen Baby, weil ich habe für mein Enkelkind schon so viele Stempel jetzt geholt. Und ich habe die gesehen bei, oh, wie heißt die nochmal, Ninas Kreativreich. Die hatte sich dieses Set geholt. Und jetzt mal ganz im Ernst, dieser kleine cooler Bauchbär, der hat es mir angetan. Und den braucht man jetzt nicht nur für ein Babykärtchen oder so. Man kann zum Beispiel, es tut mir leid oder ich vermisse dich. Und die sind so süß. Und dann auch das hier, das hole ich mal raus, weil da dieser Pinüppel von dem Leckerli da noch dran ist. Die sind so niedlich. Da mussten beide Sets jetzt bei mir einziehen, das ging nicht anders. Ich habe jetzt auch noch ein paar andere mit so Elefanten entdeckt, aber die sind dann mal gucken, nächsten Monat oder so dran. Weil ich shoppe nicht gerne bei Kreativ Depot. Die haben ja, also stöbere nicht gerne durch, weil die haben ja diese aus Sicherheitsgründen die Bilder immer so ein bisschen so schräg und dann so abgedeckt so ein bisschen, ne? Damit die nicht nachmachen können, machen sie natürlich trotzdem, aber es ist aber für mich, ungeduldiger Mensch, ist es natürlich, ja, ist das nicht, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwo sehe, oh geil, es gibt was Neues bei Kreativdepot, dann stöbrischen wir das natürlich auch und dann Wolf, das ist mir dann egal. Aber die beiden, die mussten es einfach sein, die sind zuckersüß. Dann kam heute an, von Simones Bastelkram. Zuallererst. Ich habe einen Kuli bekommen. Ja, den hatte sie, glaube ich, bei Instagram auch gepostet. Und ich habe so gehofft, dass ich noch einen bekomme.
Und ich habe ihn, ich freue mich da total drüber, fast mehr als über die Stempel. Ja, Kulis ist bei mir im Moment absolute Mangelware. Kulis, echt ohne Scheiß. Aber hauptsächlich, da war noch so ein kleines Kistchen mit so einer Praline. Die hat sich aber meine Lilo geklappt. Aber die liebe Simone hat jetzt neue Stempel hier reingekriegt. Und zwar von der Marke. Hier haben wir sie. Hier haben wir sie. Wilderstamps.com. Ich glaube Espanol oder sowas. Spaniotl. Weiß ich jetzt nicht genau. SE ist, glaube ich, Spanien. Ich weiß es nicht. Nee, es ist ja Spanier, ne? Ist ja jetzt auch egal. Und wenn ich hier dieses Ding sehe, könnte es auch wieder Schwedisch sein. Diese haben ja nochmal diese komischen Punkte, ne? Schweden. Schweden könnte es sein, SE. Egal jetzt. Egal jetzt. Egal ist egal. Ganz ruhig. Das steht nämlich jetzt nicht mit hier und ich habe jetzt auch echt keinen Trieb, das rauszusuchen, ne? Ich will die nämlich kolorieren. Die sind nämlich zuckersüß. Zucker, zuckersüß. Wo ich die gesehen habe, dachte ich, ne, die musst du holen. Die musst du haben. Das sind ganz normale Rubberstamps. Große Rubberstamps und montierte. Was mich überhaupt nicht stört, weil ich habe ja meine zweite Stempelhilfe und da ist so ein Tacky-Ding da dran, so ein großes Klebeteil. Das stört mich nicht. Ich muss da nicht unbedingt das montiert haben. Das stört mich überhaupt nicht. Aber diese Stempel haben mich so angeflasht. Ich habe gleich erstmal alle in den Warenkorb getan. Danach hatte ich einen leichten bis mittelschweren Herzinfarkt und habe ein paar wieder rausgenommen. Und habe mir dann erstmal die hier gegönnt und die anderen hole ich mir natürlich auch noch. Aber die sind einfach so, so toll. Aber die sind auch sehr groß. Wie gesagt, die sind das Geld definitiv wert. Ne? Das ist, weil die auch wirklich, das ist nicht nur so ein kleines Puppelding. Hier, guck mal das. Ich bin kein Ostern-Fan, aber die musste einfach mit. Ist die nicht Zucker? Dann diese hier. So niedlich. So süß. Und diese Fratzen. Guckt euch doch mal diese Fratzen an. Die habe ich gesehen. Die hier habe ich als allererstes gesehen und dann mussten die mit. Und dann diese beiden Süßen hier. So niedlich. Das ist natürlich wieder Geschmackssache, das weiß ich. Aber meinen Geschmack haben sie getroffen. Und am allersüßesten sind die hier. Och nee, ich kann es kaum erwarten, die zu kolorieren, das sag ich euch. Die sind wirklich, wirklich, wirklich süß. Dann kam noch an, kreativ bunt, eins von diesen, da sind einige davon kreativ bunt Bestellungen. Hier habe ich auch ein paar Preise für euch, wenn ihr die haben wollt. Obwohl, wenn ihr da guckt bei kreativ bunt, ne, könnt ihr ja dann auch. Es kam nämlich von Santoro die neuen raus. Ich hatte gehofft, dass Simone sich schon eher hat. Aber Kreativbund war schneller. Und da habe ich es mir da bestellt. Und mich dann auch gleich schon mal geärgert, weil die mir so gut gefallen haben. Ich sehe hier die Nummer 2, 3, 4 und die Nummer 1 ist natürlich in diesem Sammelordner drin. Und der kostet 40, 45 Euro. Nee, und da habe ich mir gedacht, diesen Monat nicht mehr. Nächsten Monat vielleicht. Und naja, sie sind trotzdem schön. Santoro hat die jetzt, die Gorgeous, in solchen Pappdingern drin, was ich gut finde. Diese Plastikteile haben mich genervt. Und was habe ich mir da die Finger aufgeschnitten damit? Da haben wir hier die kleine Little Red Riding Hood. Wunderschön, die sind wieder unglaublich schön geworden. Richtig süß, davon habe ich schon Sticker. Dann hat man hier Seven Sisters, obwohl es nur vier sind, mit Gorgeous 5. Mit so kleinen Matroschkas. Ach nee, hier sind noch eine. Stimmt. Die kleinen habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich keine Brille auf habe. Ne? Und dann haben wir hier noch Tall Tales. Zuckersüß. Zuckersüß. So, das sind diese drei kleinen. Und das sind aber auch zwei große mit dabei. Da haben wir hier einmal Wild Ruby. Das ist mein allerliebster Lieblingsstempel von den neuen, was jetzt hier rausgekommen ist. Richtig hübsch, richtig super hübsch. Auch die großen jetzt in diesem Pappding. Und dann haben wir hier noch Little Foxes. Die mussten mit. Also, ich habe jetzt eine ganze Weile gehabt, wo mir Gorgeous ein bisschen zum Halse rausringen. Aber dann habe ich zwei von diesen wieder koloriert und dann bing, hat es mich wieder erwischt. Ich liebe Gorgeous wieder. Liebe auf dem ersten bis zum letzten Blick. Dann habe ich mir hier von Woodware Craft Collection mitgenommen. Diese Clue-Applikators, das sind ja eigentlich nur irgendwelche Stecknadeln, ne? Aber ich habe von denen hier, die sind ja auch von Woodware, habe ich gefühlt 92.000 Stück hier liegen und überall fehlen diese Pinöppels. Entweder geht mir hier oben dieses Ding ab und die Teile sehen so aus, ohne das, ne? Und kriege das dann mal da wieder raus. Oder ich lege das Ding raus, lege es hier hin und finde es dann nicht wieder. Und deswegen, bevor ich mir noch mehr von denen hier hole,
ich mir gedacht, nimmst du die mit? Ich hatte mir schon einmal bei Amazon und einmal bei eBay welche geholt gehabt. Da steht zwar auch dabei, dass sie rostfrei sind, aber es war nicht so. Obwohl die teurer waren. Die haben, glaube ich, 4 Euro und oder 4 Euro, 3 Euro und gekostet. Die anderen waren teurer. Aber die haben trotzdem gerostet. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Das ist, ich hoffe natürlich, dass jetzt das die richtigen sind. Ansonsten muss ich diese Plastikteile hier noch mehr sammeln. Dann habe ich geholt von, auch von Woodwarecraft Collection, diese beiden Schätzleins. Einmal diese Big Bow heißt die, glaube ich. Mini Big Bow. Nach der bin ich zu Weihnachten gerannt wie eine Irre. Also jedenfalls so durchs Internet gesurft, rannt, mit dem Surfbrett gerannt. So rum, genau. Gut. Ich habe sie nicht bekommen, genauso wenig wie die große Schleife von C6. Die so aussieht wie von so einem Geschenkband. Ne? Die habe ich jetzt endlich bekommen, die von C6 gibt es immer noch nicht. Ja gut, zumindest die. Ne? Die wollte ich so gerne haben, die ist wirklich schön. Und diesen Old Key heißt der, glaube ich, ja genau, Old Key, auch von Woodrare. Der hat mir auch unglaublich gut gefallen. Deswegen, ja, ich habe die genommen. Sonst hätte ich schon eher nicht gekauft. Dann durfte auch das neue Set von CC Designs mit. Die heißen Potted Animals. Ist alles unheimlich teurer geworden, Leute. Aber ja, aber was will man machen? Aber die durften mit. Man überlegt sich jetzt zweimal, ob man, ja, ob man das ganze Set kauft oder einen Monat das oder einen Monat das. Ist leider Gottes so. Aber bei denen konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Die waren mir einfach zu niedlich. Und dann durfte auch von Crealis noch ein Set mit. Ich habe jetzt einiges von Crealis verkauft, weil ich wirklich sehr, sehr selten welche mache mit, also quadratische Karten, ultra selten. Deswegen habe ich einiges aussortiert. Oder es ist halt fast doppelt oder ähnelt sich. Und, aber die hier finde ich einfach ganz klasse. Das sind diese gestitchten Büttenrandteile. Und die haben mir definitiv noch gefehlt. Die habe ich mal bei Anis Welt. Glaubst du, jetzt fällt es mir nicht ein, bei Anni, ne? Annelies Welt, ja. Habe ich das gesehen? Und ich dachte, nee, die musst du haben, weil bei dem Büttenrand hat mich bisher immer gestört, dass die nicht gesittet waren. Ich finde, das ist so eine kleine Macke, die man manchmal so hat, so als Bastler. Aber ja, es ist so, ne? Ich wollte es unbedingt gestitcht haben. Jetzt habe ich es und das war jetzt kreativ bunt. Das stelle ich auch mal zur Seite. Und dann kommen wir, nein, noch nicht jetzt. Dann kommen wir zu Stamping Fairies. Das ist auch vorhin angekommen. Und da gab es einmal, fangen wir gleich mal an mit dem Goodie. Wenn man, ich glaube, 50 Euro erreicht hat. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es waren 50 Euro. Da hat man die Möglichkeit gehabt, entweder von Lawnfawn so ein Stempelkissen oder ein Papierblock. Ich habe mich jetzt für diesen Papierblock von Kaiserkraft entschieden. Das steht ja auch Danke drauf. Ne? Hätte normalerweise gekostet 10 Euro, also nee, 9 Euro das Ding. Ich finde das als Dankeschön schon echt viel, richtig toll. Und ich dachte, er wäre total unspektakulär. Dann habe ich mir das Ding mal angeguckt und bin echt positiv überrascht. Jetzt mit diesen Dice kann ich jetzt erstmal so an sich wenig anfangen. Jetzt mit denen vielleicht eher. Aber ich liebe ja total foliertes Zeug. Guckt euch das mal an. Da hat man immer zwei Stück davon. Das ist meins. Das ist jetzt definitiv weihnachtlich. Gefällt mir aber auch, werde ich auch für Weihnachten nutzen. Das kann man das ganze Jahr übernehmen. Total meins. Gefällt mir super gut. Das ist super schön. Das ist schön. Das ist schön. Das geht so. Das geht so. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist definitiv weihnachtlich und ist so, geht so. Das ist gar nicht so meins hier. Das finde ich wiederum sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ebenfalls. Und das sowieso. Und das hier ist definitiv nicht meins. Aber für geschenkt. Und ich hätte es mir auch, glaube ich, gekauft. Ich glaube, ich hätte mir, wenn ich das so... Doch, sind wirklich ganz tolle Papiere. Nur wenn man diese Farben so sieht, man guckt ja irgendwie immer aufs Bunte, ne? Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Und als Dankeschön, ich freue mich da mega drüber. So, dann habe ich mir mitgenommen von Stambendus heißt das, glaube ich, ne? Stambendus. Für, oh, hier ist der Sonderpreis. 7,19 Euro. Dieses You Take the Cake Happy Birthday.
Hat mir super gut gefallen. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Finde ich richtig toll. Ist mal was anderes auf so eine Geburtstagskarte drauf oder auf eine ATC oder wie auch immer. Dann habe ich mir hier von Whippersnapper, die habe ich jetzt auch für mich entdeckt, habe ich mir einmal die kleine Sophie ausgesucht. Die ist Zucker. Die sind schon montiert, kosten 10er. Die sind nicht günstig, aber ich zeige euch mal gleich, warum es mich so geflasht hat. Die Sophie hat mir ganz gut gefallen. Dann guckt euch mal dieses Schwein an. Let's eat. Der, ehrlich, wie der guckt. Nee, der Hammer. Und dann habe ich den hier gesehen, da war es um mich geschehen. Kupik. Ist das Ding cool. Also, das ist, ich weiß nicht. Ich habe das Ding gesehen und da musste das mit. Wie schön blöd grinst das Vieh, ne? Das ist so cool. Für Valentinstag oder so, so niedlich. Dann habe ich hier von Pink Cat Studio Feel Better, finde ich ganz niedlich. Sick Lily, 4 unmontierte Stempel, das Flügel, das habe ich schon gesagt, das stört mich nicht, das hat 6,36. Dann von Deep Red, von denen habe ich glaube ich noch nichts, wenn ich mich nicht irre. Durfte dieser hier mit für 5,50 Euro. Dann habe ich mir dieses hier mitgenommen. Hier steht leider kein Preis, aber die haben, glaube ich, nur 1,99 Euro gekostet. Die waren im Sale. Ich glaube, das ist alles aus dem Sale raus. Und Blümchen, ja, geht gar nicht ohne Blümchen. Und die haben mir so gut gefallen. Bin die gleich dreimal für den Preis mitgenommen. Und dann habe ich mir auch diese ATC-Dinger. Ich weiß gar nicht, wie viele da immer so drin sind. One A4 Cloth Paper Sheet. Eins, okay. Aber die haben mir echt gut gefallen. Wenn es mal schnell gehen soll. Ne? Wenn ich bin jetzt, habe ich schon gesagt, in so einer ATC-Gruppe mit drin. Und ja, wenn es dann wirklich mal schnell gehen soll, was bei mir zwar eher selten ist, aber ich finde die Hintergründe einfach toll. Die waren auch im Angebot. Und da habe ich diese auch mal mitgeschleppt. Das tue ich mir gleich mal hier zur Seite. So, was nehmen wir mal jetzt noch hier? Das ist echt total viel. Ich kaufe mir einfach zu viel. Das haben wir hier. Ach, Stempelmühle. Hier sind, glaube ich, auch verschiedene drin. Von verschiedenen Lieferanten. Ups, sorry, wenn das wackelt. Da habe ich mir, also bei Stempelmühle ist definitiv das hier her. Ja, diese Stifte bin ich auch hinterher gewackelt. Gewackelt, dackelt, wie blöd. Das sind diese Dotting-Dinger, diese Dual-Dot-Maker. Die sind ja ständig ausverkauft. Ne? Das ist furchtbar. Jetzt habe ich sie bekommen bei Stempelmühle. Dann habe ich mir ebenfalls bei Stempelmühle diese Stifte hier gekauft von diesen Jelly Roll in anderen Farben. Da ist einmal in so einem, steht da hier so eine Farbe drauf? Nee, ne? Nur so eine Nummer. Sakura, Jelly Roll, nee, sind keine Farben direkt. Also auf jeden Fall sind das einmal so ein lila Ton, dann so ein Magenta, würde ich mal sagen, und einmal so ein Pinkton. Ja, die durften natürlich noch mit, ne? Dann, bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob ich die auch bei Stempelmühle hatte. Aber das ist so diese Farbe, die hat mir noch gefehlt. Das ist Coral Calypso von diesen, ich bin jetzt raus hier aus, von Nouveau Mousse. Das hat mir echt noch gefehlt. Das hat mich angegrinst. Dann habe ich auch bei Stempelledle bestellt. Und da weiß ich, dass definitiv dieser Stone Drop her ist, aber dieser Stone Drop ist leider sehr trocken. Also der pupst so komisch raus. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, vielleicht kann das der eine oder andere von euch, die das wissen, mir in die Kommentare schreiben. Da macht man ja Wasser rein. Macht man da normales Wasser rein oder destilliertes Wasser? Den kann man ja dann wieder aktivieren. Die Farbe ist einfach mega cool. Das ist Rosebud Pink, aber er ist halt leider sehr trocken. Wirklich sehr trocken. So, dann habe ich bestellt bei Stempelledle diese von Imbronte de Atore. Diese Tinker Tante. Diese Fee. So. Dann diese Mäuschen, die finde ich ja zuckersüß, sieht aus wie von Disney. Die durften dann auch mit. Oh, so süß. Oh, niedlich. Da sieht man irgendwie schon das kleine rosa Nieschen dann, wenn man das koloriert. Dann habe ich noch
dieses Set gehabt. Da bin ich hinterhergerannt wie eine Irre. Das gab es nämlich nirgendwo mehr. Und deswegen hatte ich da bestellt, auch von Impronte. Aber halt diese Clear Stamps, 9,99 € finde ich ein super Preis für so ein großes Stempelset. Und was hier auch noch mit drin ist, ist von JM Kreation, genau. Da habe ich mir einmal diese Stanze hier mitgenommen. Die war noch auf meiner Wunschliste, diesen Herz. Einmal in rund, einmal quadratisch. Dieses Herz finde ich unglaublich toll. Und dann auch den neuen Release, diese Knomis. Ne? Die sind ja sowas von süß. Wichtel, genau. Ich bin eigentlich nicht unbedingt so der Wichtel-Fan gewesen, aber im Moment, seit 2-3 Monaten, sage ich mal, bin ich eine Wichtelbekloppte und hauptsächlich Wichtelmädchen. Da könnte ich mir ein abwichteln. Keine Ahnung warum. Die gibt es jetzt generell mit den EZ-Mount dazu. Das kann man also nicht mehr abbestellen. Und ja, ist aber das nächste schon wieder unterwegs von JM Kreationen. Dann habe ich mir noch mitgenommen eine dicke Umarmung als Stanze. Und diese beiden Schätzchen. Gibt es natürlich auch wieder so ein Dankeschön hier. Damit diese, kann auch gleich da hochwandern, diese Sternchen. Und diese, ach, das, ich bin ja so froh, dass sie jetzt gepunktet haben. Ich bin Punkte-Fan. So, dann habe ich mir noch diese hier mitgenommen. Die hat auch eine ganze Weile schon auf meiner Wunschliste gestanden, von Herzen. Ich bin so froh, dass die nicht mehr jeden Monat ihre Release rausbringt. Da kann man sich das immer aufteilen. Und der war auch eine Weile nicht mehr lieferbar, dieser wunderschöne Stencil. So, eins machen wir noch und dann mache ich erstmal Pause. Weil es wird nämlich echt langsam spät. Meine Puppe winkt mir hier schon immer. Und zwar nehmen wir jetzt noch dieses von Stamp Corner. Da kann man ja jetzt sammeln. Das finde ich richtig cool. Und ich habe den ganzen Dezember gesammelt aus diesen Weihnachts... Die haben ja keinen Kalender gemacht diesmal, sondern haben das ja jeden Tag irgendwas veröffentlicht. Und das fand ich cool, weil da wirklich ein paar richtig tolle Stempel bei waren. Aber damit das auch alles abgerundet ist, habe ich mir noch ein bisschen was anderes ausgesucht. Einmal hier von Crafters Companion. Einmal Love und einmal Hello. Die sind so schön filigran. Müsste sein. Dann habe ich mir von Nelly's Choice hier dieses Ding, wo man diese Ränder da so abkratzen kann, wie auch immer. Also um das ein bisschen abzufetzen. Weil ich finde, wenn man nämlich diese, die ich euch eben gezeigt habe, diese mit dem Büttenrand, ich tue gerne matten, diese Büttenränder, also diese Karten mit dem, egal was für ein Aufländer, ich tue die sehr gerne matten. Und ich denke, wenn man dann diese Mattung auch nochmal so ein bisschen aufraut, sieht das bestimmt mal noch einen Zacken cooler aus. Dann habe ich mir diese beiden mitgenommen. Die sind, glaube ich, dann auch im Dezember oder im Januar neu gekommen. Mehr verliebt 2 und Memo. Die kam im Dezember, das weiß ich noch. Mit diesen coolen Eseln. Die sind so niedlich. Ich hoffe, es ist ein Esel, nicht, dass es ein Pferd ist. Das ist ja auch egal. Das ist ja, malt man halt nur anders. Aber die sind, ich bin überhaupt gar kein maritimer Freund. Überhaupt nicht. Aber ich finde die Figuren einfach nur schön. Wer hat die eigentlich gemacht? Das sind die Illustrationen Stuff Deluxe. Und das hier? Nicht Stuff Deluxe. Das ist nur Mimi. Ja, ich finde die einfach zuckersüß. Die sehen so süß aus. Und dann von diesen Weihnachtskalender-Dingenskirchen durften dann auch welche mit. Und zwar diese 3 hübschen Mäuse. Die gab es ja dann auch günstiger in der, also bei den Adventskalender-Dingen. Da habe ich, also regulär kosten sie 7,49 €. Da haben sie, glaube ich, 6 € und oder so gekostet. Also da durfte dann hier diese kleine Maus mit. Fienchen mit Blume. Dann hier herzlichen Glückwunsch, alter Sack. Das ist so richtig cool für so eine Männerkarte. Das ist so richtig geil mit so einem Bart. Da könnte ich mich ja weghauen. Das sieht aus wie der Papa von Pinocchio. Also nicht jetzt, dass er aussieht wie ein Sack, sondern das Gesicht. Ne? Wie hieß denn der nur nochmal? So, und dann haben wir hier noch dieses Liebe-Grüße-Set mit diesen zuckersüßen Häschen und den Fröschen. Und ja, ich sammle ja schon wieder, weil jetzt schon wieder das neue Release ist auch so richtig toll wieder.
So, dann habe ich mir hier von Tracy Hay, die finde ich ja unheimlich teuer, diese Schablonen. Aber diese dudeligen Herzen, die haben mir einfach gut gefallen. Dann durften die mal mit. Und dann hatte ich mir noch hier von Whimsy, da steht nur der englische Preis drauf. Oder der Dollarpreis, $9,49. Dieser Grinch. Also die hatten ja auch einen Grinch von Sissy. Irgendwie hat der mir nicht gefallen. Warum auch immer. Ich habe mir den Grinch mitgenommen von Stempelbahn. Der war cool, der war richtig cool. Aber der gefällt mir auch. Vor allem diese Hose. Der hat doch auch, wo er da eingeladen ist, zieht er doch so eine komische Jodlerhose, so eine Bayernhose an. Daran erinnert mich das. Richtig cool. Und damit es auch alles schön aussieht, habe ich mir dann hier noch in Mint so eine Enamel-Dots, ja, Dots mitgenommen. So, das, ich denke mal, für heute mache ich erstmal Schluss. Ich schneide das dann alles natürlich zusammen oder jetzt separat, mal gucken. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen oder was weiß ich, was noch habt, ne, sagt mir Bescheid. Morgen geht es dann weiter mit dem anderen Haul, was da noch alles kommt. Und ja, es ist zumindest schon mal ungefähr die Hälfte, die ich wegräumen kann, wenn ich jetzt Action weglasse. Gut, ihr Lieben, das war's mit Haul Teil 1. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein bei Haul Teil 2. Macht's euch noch hübsch, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.